Hier geht er selbst durch, macht den ersten Treffer für Metzing. Ossenkopf stößt zurück. Stolle muss den Sprungwurf nehmen, der ist geblockt von einer kleinen. Marie Weiß kann ihn dann entschärfen. Und Metzing mit der Möglichkeit zur Führung. Und wieder ist es Jana Scheib. Also sie knüpft gerade da an, wo sie im Pokalfinale aufgehört. Wenn es Jules Svensson dann mal vorbeischafft an Alicia Stolle. Super Parade, Marie Weiß. Auf der anderen Seite. Passives Spiel angezeigt. Wieder geht's über Stolle, die körperlich schwächere Sabrina Tröster hat. Kreisanspiel kommt aber nicht an. Und auf der anderen Seite haben wir nochmal Sarah Wachter. Parade Nummer 7 bereits. 42% gehaltene Bälle. Also die macht hier einen ganz, ganz starken Eindruck. Ja, Marie Weiß, den kriegt sie durch die Füße von Sasaki. Der Halbposition Frieda Rönning, die dann außen verteidigt. So, da haben wir einer Klein, die mal durchgeht und den Treffer macht. Dann gibt es die 2-Minuten-Strafe auf der anderen Seite. Beziehungsweise das Anspiel verhindert. Die eingelaufene Ossenkopf, dann Sasaki muss den Wurf nehmen und wieder geht er bei Marie Weiß durch die Hosenträger. Boah, da spielen sie. Zum Kreisläufer Svenja Hübner macht das dann gut. Gegen Antl, ja, da ist dann kein Durchkommen. Beziehungsweise da eher von der Größe her ein paar Nachteile, macht das aber dann trotzdem genau richtig. Auf der anderen Seite schön gespielt von Kleiner. Da wird Fuß abgepfiffen gegen Julia Binke. Das ist sicherlich nicht genau das, was Metzen sich da erhofft hat. Die letzten 5 Sekunden laufen gleich. Sasaki muss gleich den Abschluss nehmen. Olsson, Treffer für Dortmund zum 16:15 Halbzeitstand. Also das war jetzt natürlich sehr unglücklich ausgespielt von den Tussis. Für den Europapokal. Ballverlust von Campos Costa. Auf der anderen Seite, Franco war komplett frei, Tussis. Und das merkt man seinem Team auch an. Erste Halbzeit war richtig gut. Zweite Halbzeit. Dortmund hier wieder am Ball, da geht es dann weiter. Stolle gegen Oswald. Ah, das ist halt ein Kreisanspiel. Metzing geht jetzt offensiv. In den letzten 3 Minuten hier mit 5 Toren Rückstand, das ist natürlich verständlich. Ja, das sind dann die Klappenentscheidungen. Merit Ossenkopf fängt den Ball. Das BVB. Ja, not schon zum Abschluss. Das passt irgendwie heute zum Metzinger Spiel. Und am Ende gibt es einen 26:31 Sieg, der absolutes verdient ist für den BVB, die hier nach einem Halbzeitrückstand richtig gut ins Spiel gekommen sind in der zweiten Halbzeit. Das richtig gut gemacht haben.